Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute geben wir dir drei handfeste Tipps an die Hand, wie du es schaffst, sofort ein besserer Fußballer zu werden. Drei Tipps, wie du sofort ein besserer Fußballer wirst. Als allererstes, du musst mehr trainieren. Das ist immer so leicht gesagt und vielleicht weißt du es auch, weil du schon so häufig gehört hast. Aber ich sage es dir jetzt nochmal mit Nachdruck. Du musst mehr trainieren als andere. Du musst mehr machen als andere, mehr trainieren, deine Zeit besser aufteilen. Ich sag dir, nur diejenigen werden Fußballprofi, die mehr trainieren als andere. Die Konkurrenz schläft nicht. Also, als allererstes, trainiere mehr. Hab ein besseres Zeitmanagement, trainiere individuell. Nicht nur am Ball, sondern auch vor allen Dingen an deinem Körper mit Krafttraining. Der zweite große Tipp, wie du sofort ein besserer Fußballer wirst, ist, an deine eigenen Stärken und Fähigkeiten zu glauben. Du musst als guter Fußballer an deine eigenen Stärken und Fähigkeiten glauben. Wenn du nicht an deine Stärken glaubst, dann schaffst du es nicht, besser zu werden, weil du pessimistisch bist. Glaube an deine Stärken und lass dir nicht einreden, dass du es nicht schaffst zum Fußballprofi. Lass es dir nicht einreden, sondern glaube an deine Stärken, glaube an deine Fähigkeiten, schreib sie dir ruhig auf und hänge sie dir irgendwo ins Zimmer rein, damit du jeden Tag an deine Stärken und Fähigkeiten erinnert wirst. Der dritte und letzte Tipp ist, niemals aufgeben. Niemals aufgeben, niemals, wirklich nie aufgeben. Selbst wenn du ein Spiel scheiße gespielt hast, selbst wenn du zwei Spiele richtig schlecht gespielt hast, gib niemals auf. Selbst wenn du im Spiel mit deiner Mannschaft 3-0 zurückliegst und es schon die 70. Minute ist, gib nicht auf, denn auch Scouts und andere Trainer achten darauf, wie die Einstellung von den Spielern ist. Was meinst du, würde ein Scout eher beeindrucken, wenn ein Spieler zwei Tore in einem Spiel schießt und danach total abschaltet, nicht mehr mitläuft und das Spiel auf die leichte Schulter nimmt? Oder wenn ein Spieler zwar vielleicht schlecht gespielt hat das ganze Spiel über, aber noch die letzten 10 Minuten powert bis zum geht nicht mehr. Was meinst du? Gib niemals auf und vergewissere dich, dass du es schaffen kannst zum Fußballprofi. Gib wirklich niemals auf, glaub an deine eigenen Stärken und trainiere mehr als andere. Das sind die drei großen, wertvollen Tipps, die du unbedingt beachten solltest und umsetzen solltest, um sofort ein besserer Fußballer zu werden. Wenn du noch mehr Content haben möchtest von uns, wie wir dir helfen können, schau sehr, sehr gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da posten wir täglich Stories und Videos, wie du es schaffen kannst, in den Profibereich zu kommen. Ansonsten aktiviere unbedingt die Glocke, abonniere uns, um kein Video mehr von uns zu verpassen. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.